Jo, und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwergenknummerwitz und Hinterlum, zu einem neuen Part, Randall's Monday und dem Zwergenfürst. Das können wir mitnehmen? Ja, natürlich können wir das mitnehmen. Warum auch nicht? Jo, okay, neuer Tag, Randall's Monday. Ja, gut, ist immer noch derselbe Tag wie im letzten Part, aber. Jo. Wo wollen wir jetzt hin? Was haben wir heute vor? Ach ja, wir haben die Psychiatra-Karte bekommen. Da können wir doch jetzt bestimmt zu dem Kollegen rein hier. Jetzt können wir hier. Psychiatra-Praxis. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Dann gehst du. Okay, dann gehst du wirklich nicht rein. Ja. Mit denen haben wir schon geredet, oder? Das werde ich sicher bereuen, aber was soll's. Hallo nochmal. Oh, Scheiße, was ist denn jetzt noch? Ja. Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe. Aber ich brauche Hilfe, um da reinzukommen. Ich nicht. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Meine Gesundheit ist mir egal. Also was treibt die Typen hier? Geschäfte, Mann. Geschäfte. Ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja und? Na nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Arsche. Okay. Snoogans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Ja, ja ist da. Zum Schießen. Wir verchecken illegale Captain Red-Masken. Oh. Echt? Na, die kommen doch bestimmt her? Gebrauchen. Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Genau. Tja, ich schau mal eben im Lager nach. Mann, wo zum Geier glaubst du, dass du bist? Walmart oder sowas? Wir haben nur Captain Red-Masken, kapiert? Okay, okay, ist ja gut. Kann ich so eine haben? Eine Maske? Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann machen? Das Zeug. Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Man kennt's. Das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, ha? Huh? Tja, noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gebt mir doch einfach die erste umsonst. So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Wer zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Doppelkopfkatz. Und? Was wollt ihr damit machen? Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Dieses Jahr ist 35-jähriges Scheiß-Captain-Red-Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch eher am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Scheiß verfickter Captain Red, Mann. Wir verlassen uns auf den Nostalgiefaktor. Glaub mir, es gibt eine Menge Muschis in dieser Stadt, die so ein Scheißteil haben wollen. Wenn du meinst. Habt ihr so einen besoffenen Typen mit einem Afro rumlaufen sehen? Vielleicht. Den habe ich wohl vor einer Weile gesehen. Der ging beim Seelenklempner rein oder kam dann wieder raus. Oh. Verdammt fertig aus, der Knabe. Da müssen wir rein. So sieht's aus. Okay, dann lass ich euch mal weitermachen. Man sieht sich. Man sieht sich, Kumpel. Snoogans. Ja, Snoogans. Klar. Können wir die... Wer braucht denn die? Naja, eine Menge Leute, schätze ich, aber ich gebe sie trotzdem nicht her. Tja, ein bisschen Musik. Ja, klar. Yeah, Battle. Das ist der richtige Sound. Dreh den Scheiß auf! Yeah.
Das klingt vielleicht eklig, aber eine Zigarette ist eine Zigarette. Hab schon viel Schlimmeres geraucht. Oh. Ein bisschen Zigarre ist auch nicht schlecht. Ist eine Zigarette, keine Zigarre. Bin doch kein Brandstifter. Hätte sein können. Nochmal mit dir reden. Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, wir schulden dir jetzt einen Gefallen. Aber wir sind hier nicht irgendwelche schwanzamputierten Pussys, Mann. Wir schulden dir gar nichts. Nein, das sagt doch niemand. Ich hatte gehofft, ich könnte wenigstens eine von den Captain Red-Masken abstauben. Wenn du eine haben willst, musst du dafür betteln. Betteln? Tja, was schwebt dir denn vor? Mal sehen. Ein Tanzwettbewerb. Du und ich. Ich dachte, gegeneinander. Aber sicher traust du dich nicht an jemand von meinem Kaliber ran. Okay, gebongt. Also, kannst du rappen? Zeig, was du drauf hast. Ich meine Double Rhymes und so, Alter. Genau. Double was? Steh nicht rum und glotz wie so eine verfickte Crackhure. Mach's Maul auf und friss mein Horn. Was? Okay. Ich bin Gummi, du bist Kleber? Mach deinen Move, Homeboy, oder geh auf die Knie, egal wie. Friss mein Horn oder du gewinnst nie. Das ist ziemlich schlecht. Wenn du so weitermachst, kriegen wir keine FSK 12 mehr. Stimmt auch wieder. Ich bin wie Gewürze, wie Pfeffer und Salz. Ich ramm dir jetzt gleich meinen Schwanz in den Hals. Yep. Gleich da drüben gibt's einen guten Psychiater. Mit dem solltest du mal reden. Hör zu, mein Homie, dein letzter Test. Geh auf die Knie, ich besorg dir den Rest. Deine Mutter. Deine Mutter geht auf die Knie. Wow, 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 wow. Das ist echt unter der Gürtellinie, Alter. Deine Mutterwitze. Was? Mütter sind No-Go-Area, Mann. Ja, du kannst nicht einfach die Mütter anderer Söhne beleidigen. Ist nicht cool, Mann. Doch, kann ich. Mann, ich dachte doch nur... Ist mir egal, was du dachtest. Was ist nur los mit dir? Leute sind schon für weniger umgelegt worden, weißt du? Hör mal, mir sind keine fetten Reime eingefallen, also dachte ich halt an deine Mutter. Ey, lass das. Jetzt wiederholst du es auch noch. Meine Mutter war eine scheiß Heilige, klar? Okay, klar. Ich glaub's echt nicht. Ich versuch dir das zu verklickern und du tust so, als wäre gar nichts gewesen. Mütter sind unantastbar. Scheiße. Das geht echt nicht, Alter. Ja. Aber ich wollte doch nur mitspielen. Hier, nimm deine scheiß Maske und verpiss dich. Hey. Wir haben eine Maske. Und ich will deinen verdammten Arsch hier nicht mehr sehen, du Schwanzlutscher. Okay. Ach, das war ja Captain Red. Wir haben jetzt eine Captain Red Maske. Alles klar. Ja, natürlich. So laufen wir jetzt rum. Ah, ja, alles klar. Nein. Wieso auch nicht? Okay, ich glaube, jetzt kann ich rein. Guten Morgen, junge Dame, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Der Typ kommt mir auch bekannt vor, der da sitzt. Haben Sie Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen, es ist dringend. Bitte sagen Sie ihm Bescheid. Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Da muss er wohl noch was zwischenschieben. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit Stachelhaaren. Und ich darf keine Fragen lassen. Genau den suche ich. Besonders, wenn Sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr Doktor kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges. Zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden. Zugegeben, aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also was für einer sind Sie denn? Ja. Was bin ich denn, Einer mit Superkräften. Und was ist Ihre Superkraft, wenn ich fragen darf? Nun, ich stehe noch ganz am Anfang, aber ich glaube, ich habe die Kraft, mein Leben und das meiner Mitmenschen zu ruinieren. Das stimmt. Das klingt nicht gerade super. Ja, aber man kann nicht leugnen, dass es eine Kraft ist. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich Ihnen für morgen früh einen. Oh, geht das schon wieder? Das ist ja noch eine Ewigkeit. Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss.
Übrigens. Bis Dienstag ist noch eine Weile. Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Und wer das vor war? Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Er ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Alan hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Alan? Nee, vom Affen. Ja. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum. Deswegen hängen die Plakate mit das dem Bild des Alan Täters im Eingang. Das mit dem Alan hatten wir ja hoffentlich. Oh, super. Schon überstanden. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Ja. Habe ich mir gleich gedacht. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Ich muss aber jetzt rein. Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Zum Doktor. Wollte nur Dr. Johnson Hallo sagen. Tja, das können Sie jetzt nicht. Der Doktor hat gerade einen Patienten. Ach so. Er macht keine Patienten mehr. Entschuldigung, wo waren Sie? Ich gehe aufs Klo. Ist das nicht die richtige Tür? Versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Wir haben ja kein Klo. Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Dr. Johnson ist in Lebensgefahr. Ich muss ihn warnen. Ach, bitte. Entschuldigung, wir versuchen alles aus. Hin? Miss, hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe. Mhm, netter Versuch. Das steht da wirklich. Entschuldigung, immer. Wo der waren Sie denn hin? Affe, der ist bekannt. Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Ich. Das hat er mir nie gesagt. Eben, der ist heute, glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Aber ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen. Mist. Verdammt. Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als ihn direkt doch hier? Nee, das wird nichts. Ja nicht. Oh, kommen Sie schon, vertrauen Sie mir. Der ahnt nicht das Geringste. Das stimmt. Also, sind Sie dabei? Okay. Aber Sie müssen noch Girlanden aufhängen, finden Sie nicht? So sieht's noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Wir brauchen Lass Girlanden. Mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's? Wo kriegen wir Girlanden her? Ja. Genau, wegen der Party. Wegen der Party. Das dachte ich mir. Jo. Girlanden, wie kriegen wir jetzt Girlanden her? Aus der Zeitung können wir doch bestimmt irgendwie... Können wir da nicht irgendwas draus basteln? Wir haben Kleber, wir haben Zeitung, wir haben... Einen Hammer, wir haben eine Partyflöte. Okay, das kann man, das ist dann doch bestimmt irgendwie gelandet. Ja, also. So oft mit Kapseln kann man bestimmt auch. Duct Tape. Schuhe. Nicht. Wir brauchen irgendwo ein Girlanden. Partydingens haben wir schon. Ich glaube nicht. Da irgendwas ausstempeln. Ich weiß nicht. Ach Mensch. Müssen wir jetzt auf die Suche gehen nach Partyutensilien. Tja. Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Was? Tja. Von mir aus. Bei Netz Wohnung, da war doch was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War da doch das Kitty mit dem. Der doch Ballons. Vielleicht kann man hier irgendwie. Der hat vielleicht nicht vom Kitty, aber vielleicht. Bei ihm hier. Hätte doch einige.
Hey, morgen. Guten Morgen. Willst du einen Luftballon? Klar. Sehr gerne. Sind die umsonst? Sehe ich aus wie einer, der was zu verschenken hat? Weiß nicht. Hast du nicht früher Hotdogs verkauft? Das ist leider Geschichte. Einst bedachte mich die Hotdog-Gottheit mit ihrer Gnade. Bei mir gab's die besten Hotdogs der Stadt. Aber eines schicksalhaften Tages wurde ich verflucht. Und seitdem... Mal langsam, Kumpel. Ich hab das Monopol auf Flüche. Da musst du dir schon eine bessere Ausrede einfallen lassen. Wie bitte? Ich sagte, ein Hotdog mit allem, bitte. Du hast mir wohl gar nicht zugehört. Wie bitte? Ach, ich hasse Menschen. Da sind wir schon zwei. Also, was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umlegen. Wäre das nicht eine Nummer zu hart? Find's schon eine Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu fragen. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überleg's dir. Ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge. Ist das eine Heliumflasche? Wie sollte ich sonst die Ballons aufblasen? Das weiß ich. Du bist der Fachmann. Eben. Und ich sag dir, das ist Helium. Warum hast du denn nicht so eine quietschige Stimme? Wo lebst du denn? Das funktioniert nur, wenn man's einatmet. Bist du sicher? So sicher, wie heute Montag ist. Okay, dann beweis es doch. Ich will mein Helium nicht verschwenden. Ach, komm schon. Lass dich nicht lange bitten. Da kannst du auf Knien rutschen. Ich inhaliere doch kein Helium, nur dass du dich amüsieren kannst. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Ganz lieb, bitte. Ich sagte nein. Über Ober, bitte. Ernsthaft? Ober-Ober-Super, bitte! Treib's nicht zu weit. Ich brauch den echt. Soll ich dir sagen, was ich brauche? Ich brauch den wirklich ganz dringend. Wir dringen hier mal ein bisschen. Ziemlich schnuppe. Ich brauch den wirklich ganz, ganz dringend. Kenn ich irgendwoher? Es geht um Leben und Tod. Dann nenn ich den Tod. Wenn du mir keinen gibst, rede ich nie wieder mit dir. Na dann, gebongt. Ich werd dein bester Freund. Hab schon einen Hund. Ich werd bis in alle Ewigkeit dein bester Freund sein. Ich hasse Hunde. Ey, du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Tja, nun ja. Na dann. Tja, der Spieler gibt nicht auf. Jens sitzt auf dem. Yippie-ki-yay, Luftmann. Stark, Alter. Und ich glaube, der Rotznase hat's auch gefallen. Ja, bei dem ist das wohl normal. Sure. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du es nochmal machen? Ich mach das nicht nochmal. Oh, schade. Ja, oder dort lang. Da sitzt der Murray nicht mehr. Können wir nicht hier rein? Nein, können wir nicht. Wir gehen sofort zurück. Ja gut, Ballons kriegen wir jetzt nicht. Naja, also schon, aber die kann ich nicht einfach so nehmen. Tja, das ist keine gute Idee. Wir brauchen irgendwie... Wir brauchen die Ballons. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Tja. Können wir seinen Ballon? Haben doch hier eine Wasserpistole. Können wir doch hier. Vergiss es. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sache mit dem Knaben. Tja. Okay. Dann mal woanders hin. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Vermutlich stark. Tja. Die Gesamtsituation ist halt mal wieder besäufniserregend. Da müssen wir hier mal Abhilfe schaffen. Clayton's Cave. Oh, da haben wir doch hier gelandet. Ja, komm. Ich komm nicht ran.
Ja gut, komm, ja, da hast du doch hier, da haben wir doch hier eine nützliche Entenbügel. Ich nehme nur eine. Das wird Elaine nicht stören. Was, nur eine? Achso, ja, eine Gelande. Na dann schnell raus hier. Nein. Raus hier. Warte, hier wird noch hier. Ne, mit Elaine wollen wir jetzt nicht reden, das gibt noch Ärger. Irgendwie habe ich die Komplettlösung gelesen und weiß jetzt, dass ich hier noch was machen muss. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Hier. Bin doch kein Brandstifter. Irgendwas mussten wir mit einem Kondomautomaten machen. Hey, das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab es zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Ja. Ist klar. Tja. Da können wir wohl nichts machen. Gelanden haben wir jetzt. Das brauchen wir noch. Ja, die Luftballons, die brauchen wir bestimmt. Tja. Können wir bestimmt irgendwo für gebrauchen. Irgendwie habe ich da eine Ahnung, die mir sagt, dass ich das noch brauche. Ich suche hier nach was Bestimmtem. Mess Fundleiter waren wir noch nicht. Nee, hier ist es nicht, was ich suche. Der hat immer noch die Mercury-Cola getrunken. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Ich suche nach dem Schraubenzieher. Den habe ich irgendwo verlegt. Das weiß ich. Wo habe ich den verlegt? Ich glaube, in der Wohnung war das aber. Wo waren wir? Hier waren wir. Ja, mit dem Jungen können wir doch bestimmt reden. Hallo, Großer. Da hast du aber einen super Luftballon. Das ist meiner. Den kriegst du nicht. Du bist doof. Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja, der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Naja, na gut, soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Und jetzt nochmal. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Großer, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quietsche Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Klang hat sie nicht alle, oder? Schau ihn dir halt an. Wird schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Wonneproppen mache ich alles. Na. Mann, ja. Oh, hast du den gekillt? Glaub noch nicht ganz. Aber vielleicht hat er einen Hirnschaden. Jetzt ist er genau wie du. Was? Ach, nichts. Banz. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Was? Au, ist ja gut.
Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau, alles meine. Ah, scheiße. Wo ist eigentlich seine, wo ist seine Mutter? Ach Mensch. Absperrung, Kiste. Wir brauchen einen Schraubenzieher. Oh, wir haben einen Ball. Wozu auch immer der nützlich sein könnte. Wir haben den Hotdog-Käufer. Den Typ muss das gemacht. Joa. Baseball. Wozu wir den auch brauchen. Ich habe eine Idee, wo der sein könnte, der Schraubenzieher. Wir haben doch an dem Dings rumgewerkelt, an der singenden Maschine. Vielleicht hat der das da irgendwie. Hier bei Charlie's Comics. Da könnten wir das doch eventuell gelassen haben, oder? Charlie's Comics. Ich brauche meinen Schraubenzieher zurück. Ja, Schraubenzieher. Ja, da. Hier. Doch, Schraubenzieher. Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. Ganz richtig, da war er. Habe ich mich noch richtig dran erinnert. Jetzt können wir doch bestimmt... Woher ich das aber weiß. Ja, weiß bestimmt nicht, was die Komplettlösung. Hier mal... ein kleines Game vor das. Mal ganz zielgerichtet. Ein Kondomautomat rumwerkeln. Tja, man keine Luftballons haben kann. Tja. Hat ja irgendwie jeder schon mal gemacht, oder? Kondom aufpusten. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hat jeder schon mal gemacht. And we have a winner. Das sind aber ziemlich viele. Du bist aber ganz schön optimistisch. Sind da dann die ganze Stange bunter, farbiger Kondome. Das ist aber hier wirklich optimistisch. Ich habe gerade überlegt, was wäre, wenn wir die Kondome mit Elaine verwenden. Das gäbe bestimmt einen lustigen Dialog. Ach ja, bei Metzwohnung war das. Metzwohnung. Jetzt machen wir eine Party. Wir holen uns noch ein paar Luftballons. Können wir hier wieder zum Psychiater reingehen. Eine kleine Überraschungsparty machen. Jo, so sieht's aus. Heliumventil. Verstehe gar nicht, was die Kirche gegen die Vielfältige an... Ja, also... bunt sind sie. Sieht ja gleich so aus. So, jetzt zum Seelenklempner zurück. Da sollten wir unsere Maske aufsetzen, bevor wir da reingehen. Wäre schon nicht schlecht. Ja. Und renne da. Happy Birthday, Doc. So, ich habe gelandet. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Jo. Ich hätte dann noch Kuchen. Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Jo. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Die Dekoration. Ja, mal Kondome. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Oh, das sieht schon ganz partyhaft aus. Ein Baseball noch als Geschenk. Ich glaube, das geht nicht als Geburtstagsdekoration durch. Schade. Nee, ist klar. Und gut ganz gemacht. Genau. Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Ja. Na dann, Happy Birthday. Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr.
Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Happy Birthday. Naja, vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rohrschachttest oder so? Nein, ich hielt ihn immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Ja, ist klar. Wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Überraschung. Sehen Sie, ich sitze in der Zeitschleife fest. Eine Zeitschleife? Interessant. Das ist recht ungewöhnlich, wissen Sie? Kann schon sein. Vielleicht ist Ihr Leben etwas monoton geworden. Vielleicht will Ihr Gehirn Ihnen mitteilen, dass Sie Veränderung brauchen. Nee, und es ist einfach eine Zeitschleife. Seit ich in der Zeit gefangen bin, war mein Leben alles andere als monoton. Es ist wie eine Achterbahn des Elends, wo jeder Tag Montag ist und alle mich abgrundtief hassen. Jo. Interessant, Sir. Ich würde Ihren Fall gern näher untersuchen. Glaube ich nicht. Ah ja, Sie Blitzmerker, was an Zeitschleife haben Sie denn nicht begriffen? Ach, ja, das ist ein Problem, nicht wahr? Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen? Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier. Matthew. Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht ausgeben. Ich muss Sie nun bitten, zu Schweigepflicht oder was? Lecter. Nein, Moment. Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Nein. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hat ein bisschen was erzählt. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich einschleichen. Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, passierte bei ihm nur. Also habe ich ihn reingebeten. Hatte nur drei Gäste. Er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Oh, hast du das getan, du hast ihn gehen lassen. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow, danke für gar nichts. Improvisieren, das ist jetzt hier wohl hier. Einem Freund, die Frau aus diesem Spiel ist nicht richtig. Ach, halten Sie doch die Klappe. Ja, okay. So viel dazu. Ein Irrer mit einer Waffe läuft hier rum. Da ist doch alles spitze. Na dann, zurück dorthin, wo es begann.